Und da bin ich direkt wieder. Für euch zwar nicht direkt, aber ich bin auf jeden Fall wieder da. Und weiter geht's. Okay, das war unnötig, aber naja. One-Shot. Ah, ich hätte wechseln sollen. Nee. Akani. Ich könnte theoretisch auf Gengar gehen und die Geistertanken einsetzen. Habe ich. Achso, ich habe zuerst gegen den anderen gekämpft. Versuch es wert. Recover? Mach wie du denkst. Jetzt sehen wir das Raichu. Thunderbolt, komm. Nice. TM26. Ich finde es gut, dass man hier drin rennen kann. Da kann ich auf keinen Fall Kabuto vortun. Ich denke, da werde ich jetzt zur Ausnahme mal Akani nehmen. Ich kann ja verfolgen, wo es lang geht. Ich schwöre zuerst unten lang. Er rennt schon wieder so komisch. Jetzt ist Raichu zwar besser geeignet, aber kann man nichts machen. Aber man muss hier gar nicht so viel kämpfen. Zum Glück geht das Ganze jetzt etwas schneller. Die Kämpfe sind eigentlich sowieso das Uninteressanteste. Ich habe nicht gesehen, was da reinwechselt. Ich mache einfach. Naja. Ich hatte zwar kein Glück, aber auch kein Pech. da wiederum. Also Pikachu, ich sage immer noch Pikachu. Aber es ist ja eigentlich ein Raichu. Jetzt kommt Kadabra. Da gehe ich mal auf Gengar. Nightshade. Oh Mann, bitte bring nicht sowas. Kann ich da nicht auch Eispunch machen? Und da geht's zum letzten Trainer. Kirlia. Das kann ich ganz gut besiegen. Was kommt jetzt? Mediti. Na komm. V02. Auf. Also versuch was wert. Purenta ist da glaube ich gar nicht mal so schlecht, wenn man das Item hat. Ah, nicht, dass es mich wieder zum Anfang bringt. Oh. Nö. Das ist sogar richtig. Ich glaube kaum, dass die anderen Trainer noch da sind. Aber zum Glück. Ich denke, ich werde ihn noch schnell besiegen. Ist ja immerhin auch Training. Was ich mir dann nachher ersparen kann. Wie es gerade klingt.
Surfer. Ich hoffe es. Aber es reicht auf keinen Fall. Ah! Ah, Mist, jetzt hätte ich vorne das Rail sitzen können. Hä? Das halt nicht. Metang. Eispunch? Ne, ist nicht selektiv. Bei solchen komplizierteren Sachen wie Eisstahl kann ich mir das irgendwie nicht so gut merken. Was da jetzt wo sehr effektiv ist. Wenn, dann hätte ich Toxin eingesetzt, aber das hat keine Wirkung. Das wiederum kann ich mir merken. Ey, was wird das jetzt eigentlich? Hallo, nein. Da werde ich wohl. Ich hatte die ja nicht gekauft, damit die bei mir im Inventar rumlungern. Genau hier. Hoffentlich bin ich jetzt. Mache ich jetzt das Falsche oder so. Was? Wie sollte ich das denn wissen? Nein, ich hätte aufs andere gehen sollen. Oh, sie machen beide die Cosmic Power. Das ist natürlich cool. Hier ist noch der Typ. Hätte ich Akani nicht geheilt, hätte es schon nach hinten losgehen können. Ja. Aber ich würde sowieso heilen gehen. Die Frage ist, wo das andere hinführt. Ich glaube, die Frage werde ich unbeantwortet lassen. Nein, ich will jetzt überantworten. Oder? Nein. Das andere führt bestimmt zu dem. Dem einen, wo man rauskommt. Jetzt haben wir das Ganze im Schnelldurchlauf. Und da sind wir. Da oben gibt es noch Pokémon-Dings da. Ich glaube, ich werde vorhin nur zwei ins Team aufnehmen. Mal kurz schauen, was das hier genau ist. Ja, einfach nur Pokémon. Und hi. Nick, Du gehst mir wirklich langsam auf die Nerven. Ich werde nicht aufhören. Die Pokémon-Welt wird unter meiner absoluten Kontrolle liegen. Ich werde die Welt übernehmen, wenn ich das Pokémon-Hauptquartier übernehme. Und wenn das passiert, kann mich niemand aufhalten. Beide Entscheidungen habe ich getroffen. Es ist bloß so passiert und so weiter. Da geht's los mit dem Kampf gegen Gary. Clean natürlich. Shift 3. Level? Shift 3 habe ich schon mal besiegt. Lia brauchst du nicht. Da kann ich auch drin bleiben. Hat er überhaupt überlegt, was ich für ein Pokémon habe? Rihun kann ich auch drin bleiben.
einfach nur zwei Scholtieren. Da müsste ich jetzt ausnahmsweise wechseln. Ja, also, ich wusste, dass ich eigentlich... Ja, okay, dass sowas passiert, ist natürlich lächerlich. Toxin. Komm schon, Tropius. Yes. Nein, 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 nein. Das kann man Reitschuh. Ob das was wird? Jetzt habe ich beide so Attacken, die sich jede Runde steigern. Bam. Noctu ist natürlich jetzt nicht schlecht gewählt. Nein! Ja! Ja, was macht der Typ? Nice! Was, das ist unmöglich. Das ist nicht das letzte Mal, dass du mich siehst. Für jetzt. Und also. Hab Spaß, meinen Untergeordneten zu besiegen und dieses Pokémon. Watch your back. Okay. Da werde ich natürlich erstmal heilen. Zack. Habe ich das eingesetzt? Nee. Kabuto habe ich aber eingesetzt. Eingesetzt habe ich dann noch Tropius und Raichu. Und ja, ist sowieso immer der gleiche Text. Claydol. Ist es nicht das Ding? Was zur Hölle? Was ist das denn? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wenn ich jetzt nochmal angreife, wird es wahrscheinlich sterben. Hey, komm! Yes! No! Ja, was ist jetzt? Das Lustige ist, das Team ist schon fast Level 40 und trotzdem kriege ich noch Level 30er Pokémon. Ah, ne. Brauche ich eigentlich nicht in meinem Team. Ich würde sagen. Wie führt mich das hin? Achso, das führt mich immer zurück. Da bin ich unten. Versieht irgendwas? Nö. Sagt die was? Nee. Das ändert sich wahrscheinlich erst, wenn genau. Drüben geht's nicht mal lang, okay. Hier oben auch nicht. Ah, der ging doch gut lang. Muss ich auf jeden Fall nochmal angucken. Was ist das jetzt? Kämpf mit mir. Ach, ist der Typ normal, glaube ich. Also Typ normal, das ist schon. Komm schon. Flinch, na toll.
mache ich überhaupt? Bis. Okay, und mal so zu sagen, das war's mit der Folge. Ich hätte gerade eben eigentlich beenden können, aber ich habe es irgendwie vergessen, keine Ahnung. Aber ja, das war's mit der Folge. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.